wo Lester abgeblieben ist. Unsere Lester-Schwester. Ja. Huch. Aha. Hier liegt auch noch eine Waffe. Mit Alt springt man? Was macht man mit Leertaste? Waffe ziehen? Ganz komische Geschichte hier. Aber gut, was ist das? Das ist nichts. Okay. Ziehen wir einfach mal unsere Waffe. Vielleicht kommt der jetzt hier gleich ein Ork um die Ecke gesch. Was ist das denn für ein Vieh? Sind die aggressiv? Oh, sie sind aggressiv. Oh, meine Frames brechen ein. Es tut mir leid, dass es gerade so ruckelt. Ich weiß auch nicht, was hier gerade los ist. Fleisch ist immer gut. So. Dann spielen wir jetzt einfach mal weiter. Aber das mit den Frames gefällt mir gerade gar nicht. Ich mache mal hier gerade kurz die Einstellung der Tiles einfach mal auf hoch statt auf sehr hoch. Vielleicht bringt das was. Ein Neustart. Ja gut, dann sagen wir nein. Müssen wir jetzt erstmal so ein bisschen so weiterspielen. Und für die nächste Aufnahme merke ich mir dann einfach, die Anforderungen ein kleines bisschen runterzuschrauben. Und dann wird das schon. Jetzt. Schlechte Neuigkeiten. Es gibt keine Verstärkung. Habe ich gemerkt. Was ist los? Such mal das Schiff. Du wirst es nicht finden. Was? Piraten. Das Ganze hat nur wenige Augenblicke gedauert. Ja, das ist nicht gut. Und was ist mit unserer Ausrüstung? Was glaubst du? Wir werden uns neue besorgen müssen. Sprich mal mit Diego. Er versteht was von Sachen besorgen. Was hast du jetzt vor? Ich werde mich nach Süden durchschlagen. Wir werden uns doch wiedersehen, oder? Davon gehe ich aus. Geschafft. Nun noch zurück zu Diego. Also ich denke, dann haben wir die Tipps auch durch. Da hatten wir gerade eine Waldbeere gefunden. Er sitzt hier gemütlich am Lagerfeuer. Wer ist das? Der gute Herr da? Das ist der Herr Fischer. Geh nicht zu nah ans Feuer. Geh nicht zu nah ans Feuer. Das ist ein sehr netter Tipp. Ein gut gemeinter Rat, glaube ich. Vielleicht kriegt man ja hier Feuerschaden, wenn man dran geht. Hier haben wir noch eine Truhe. Nehmen wir die auch noch mit. Ja. Aber wieder ein bisschen was zum Rauchen. Das werden wir wohl später brauchen. Ach ja, wen haben wir da? Das ist ein Hier ist Flüchtling. sicher noch was zu erledigen. Der sieht sehr unspektakulär aus. Die Namen sind genauso wie die Waffennamen. Unspektakulär. Abgebrochen. Abgebrochen? Was? Gibt's da nicht hier jetzt. Verbrauche ich auch noch zwei Dietriche für ein Ding. Tierzähmen. An wie sie sich hier gelangt unter eure Kontrolle des Helden, müssen wir dem Folgen und dem Kampf beistehen. Das klingt nicht schlecht. Das heißt, wir können jetzt gleich auch mal so ein Vieh zähmen. Mal gucken, was wir finden, was uns so gefällt. Beziehungsweise, das heißt gleich, wir haben mittlerweile 1:15 in der Nacht. Das war eigentlich ein sehr spontaner Einfall von mir, ein Let's Play aufzunehmen. Und deswegen werde ich auch gleich schon die Aufnahme wieder beenden. Aber ihr werdet auf jeden Fall von mir hören, sofern ihr wollt. Und da haben wir eine Heilwurzel gefunden. Das heißt, wir können einen Trank herstellen. Na, ist das nicht wunderbar? Ihr werdet auf jeden Fall wieder von mir hören, sofern ihr wollt. Und ja, aber jetzt machen wir erstmal noch ein bisschen weiter. Das sieht mir hier eigentlich auch nach einer Pflanze aus, die man Herrscherkraut. Was haben wir da? Das ist was Gelbes. Kronstöckel. Gut. So. Dann gehen wir mal zurück. Wir mussten ja noch mit jemandem reden. Und wenn wir dann diesen kompletten Anfangsprolog hier geschafft haben und nach Redok aufbrechen wollen, Sonnenkraut haben wir jetzt auch gefunden, dann werde ich einen Cut machen und mich die Tage nochmal melden. Wir haben heute Donnerstag. Übers Wochenende bin ich leider nicht da, aber ich versuche natürlich möglichst viele Folgen dann Was auch ist los? nachzureichen und Piraten. nachzuproduzieren, Die verdammten dass das hier Mistkerle nicht sind mit aufhört. unserem Schatz abgehauen. Sieht ganz danach aus. Ich fürchte, darum werden wir uns später kümmern müssen. Wir haben nämlich ein Problem. Was für ein Problem? Rede mal mit dem Dorfältesten. Was ist passiert, wollte ich gerade eben nicht fragen. Aber wir haben schon wieder ein Problem. Der Dorfälteste, das sieht mir aus, als wenn der Dicke das hier wäre, der mit seinen schönen Lass dich nicht Ausdrücken. unterkriegen. Nein, ist es nicht der Dicke? Wer ist der Dorfälteste?
Rede mal mit dem Dorfältesten. Gut, dann suchen wir den mal. Hier ist er nicht. Mal hier hinten mal nach. Hier ist er auch nicht. Hier drin vielleicht. Gut. Rede mit dem Dorfältesten. Würde ich ja gern machen. Wenn er sich denn zeigt. Vielleicht ist er ja auch draufgegangen. In dem sehr... Oh, da liegt noch eine Holzfällaxt. Ich hab vergessen hier. Vielleicht ist er ja auch draufgegangen in diesem spektakulären Kampf gegen die Orks, wo ich gute 10-mal gestorben bin, aber sagt's keinem weiter. Ist das der Dorf... Nein, das ist ein Sklave. Wo ist der Dorfälteste? In der Kneipe? Nein. Gut. Liegt er hier? Nein, aber hier liegt noch eine Waffe und noch ein Speer. Mit ganz viel anderem Zeug. Na, dann nehmen wir doch hier... Oh, Heilwurzel hat er! Heilwurzel! Das sind doch die richtigen, soweit ich weiß. Heilwurzel. Warte mal, wenn wir hier bei dem noch nicht waren, dann könnte es doch auch sein, dass wir hier in dem Gebäude noch nicht waren. Doch waren wir, weil die Truhen sind weiß geschrieben. Ja, dann haben wir einfach nur vergessen, die Leiche zu plündern. Aber ich finde den Ältesten nicht. Wer ist denn jetzt hier der Dorfälteste? Fragen über Fragen und Rätsel über Rätsel. Da ist auch nicht drin. Tja, wo ist der Dorfälteste? Wir haben dir viel zu verdanken. Ich weiß, aber warum bringst du mich nicht einfach zum Dorfältesten? Dann hätte da vielleicht nicht mehr ganz so viel mir zu verdanken. Ich kann mir nicht helfen. Ich mag die Orks nicht. Meine Runen haben ihre Kraft verloren. Ich denke, den anderen Feuermagiern ist es nicht anders ergangen. Ich werde mich aufmachen und versuchen, die alte, wahre Magie zu erlernen. Wovon redest du? Bevor es Runen gab, konnten nur sehr wenige, sehr mächtige Menschen Magie wirken. Das Wissen darum muss irgendwo zu finden sein. Ich werde es suchen. Ja, dann wünschen wir dem viel Glück, weil wir wollen ja... Danke. Wir sehen uns wieder. Wir wollen ja nicht hier irgendwelche Runen suchen, sondern den Dorfältesten. Das ist hier, brauchen wir nicht. Diego macht schon wieder Pläne. Sprich du mal mit ihm. Ja. Was ist hier passiert? Die Orks haben ganz offensichtlich den Krieg gegen König Robar gewonnen. Und jetzt fegen die Orks über das Land und versklaven die Menschen. Oh, wir haben sogar schon. Das war doch der Dicke. Ich habe mit dem Dorfältesten geredet. Was schlägst du vor? Als erstes müssen wir uns ein Bild davon machen, was die Orks angerichtet haben. Und einer von uns muss rausfinden, wo Xardas steckt. Der Dämonenbeschwörer hat die Macht Belias in sich aufgenommen. Und er ist der Herr der Orks. Es wird das Beste sein, du kümmerst dich um Xardas. Ja, gut. Das klang natürlich sehr schlimm, dass er die Macht von Belias auf sich genommen hat und der Herr der Orks ist und was weiß ich nicht, aber irgendwie bringt mir das nichts. Und wo kriegen wir jetzt neue Ausrüstung her? Du weißt doch, wie die Sache läuft. Sammle alles, was du finden kannst und lass es dir nicht wieder abnehmen. Und da die Orks nun die Herren von Myrtana sind, werden wir bei ihnen gute Ausrüstung kriegen. Gut, also müssen wir mit den Orks auch kooperieren. Was wirst du jetzt tun? Du kennst mich. Ich werde dort sein, wo es was zu holen gibt. Myrtana ist nun Hoheitsgebiet der Orks. Sich mit den Orks gut zu stellen, ist nichts für mich. Ich werde nach Süden gehen. Ich wette, in den Weiten der Wüste ist noch was zu machen. Du kannst mit Gorn losziehen. Ich kann mit Gorn losziehen. Gut, dann haben wir hier anscheinend alles gemacht. Verkaufen können wir hier wohl bis bei dem nicht mehr. Und dann, bevor wir mit Gorn losziehen, würde ich sagen, beende ich diese schicke Aufnahme, bedanke mich fürs Zusehen und würde sagen, wir sehen uns dann die Tage wieder, wenn ich dann einfach neue Folgen hochlade und verabschiede mich dann für diese Folge. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend, wann auch immer ihr das guckt. Und man sieht sich. Bis dann.